Oh oh, die Säule soll ich auch ganz schnell austauschen. Die kippt gleich um. Aber das ist immer so anstrengend, die richtig zu treffen. Ich glaube nämlich nicht, dass die noch viel aushält, wenn die schon jetzt gerade so geschwankt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ah, die hat sich ein wenig beschwert. So, würdest du bitte auch wegkahren? Danke. Ja. Ich habe gerade noch ein Stück entfernen können, aber der Rest hat leider den Boden erreicht. Nun gut. Es ist kein leichtes. Es ist auch diesmal kein leichtes. Ach komm, mach doch mal hier. Ja, sag ich doch. Klick, 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 klick. Leute. Das ist doch ganz einfach. Hätte ich mal gleich auf mich gehört. Boink. So. Ey, weißt du was? Geht niemals mit diesen blöden, dünnen Streichholzdingern hier. War eigentlich auch schon wieder. Ich hätte die von oben abbauen müssen. Einmal. Riskant, Achtung! So. Jetzt setze ich halt doch so Dinger hier hin. Ach nee, warte mal! Nee. Komm, ich gucke jetzt nochmal eben, ob es da nicht doch was gibt, was man als Säule benutzen kann, was stabiler ist. Die ist genauso dick eigentlich, oder? Zack. Ja, ist kaum ein Unterschied. Außer ich setze ganz viel nebeneinander, was bestimmt nicht geht. Irgendwas Dünneres. Aber nicht ganz so dünn wie das. Ja, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Schön ist das nicht. Ganz ehrlich. Nee. Aber so eine Burg ist ja auch nicht immer nur für die Schönheit gedacht. Ist ja auch für die Sicherheit. Und Sicherheit ist nicht immer schön. Sieht man an manchen sehr reichen, sehr mächtigen Ländern dieser Erde, die alles auf Sicherheit geben und eine Unmenge Geld ausgeben. Aber es wird nie sicher sein. Nie so sicher, wie man das gerne hätte. Bekloppte gibt es immer. So, wo baue ich jetzt? Dann baue ich da noch eine hin. Ich denke, das ist für die Stabilität ganz okay. Ja. Könnte schlimmer sein, ehrlich gesagt. Hab ich mir schon mal vorgestellt. Entschuldigt bitte das Räuspern, aber das ist immer noch irgendwie. Es sammelt sich ab und zu was. Was einfach raus will. Oder rein, je nachdem. Bitte nicht einstürzen, da stehen nicht genug Säulen. In der Mitte hätte ich gerne keine Säule, ist das okay? Ich frage jetzt nicht euch, sondern die strukturelle Integrität oder das Spiel halt. Dann fragen wir die strukturelle Integrität raus machen neu. Oh, da wird's aber rot. Oh. Aha. Ah, es hat sich erhellt. Ja, es wird etwas entlastet. Auch wenn ich mehr dahin baue, aber dadurch, dass ich die. Dass jetzt alles miteinander verbunden ist und dass sich das Gewicht besser verteilt, glaube ich, von den Wänden weg. Könnte. Ah! Er könnte. Könnte.
Ich möchte einen jemanden zitieren, den ihr vielleicht kennt, diesen Typen da bei der Sesamstraße am Klavier, der immer wieder ein Lied probiert und sich dann verspielt und damit dem Kopf auf die Tastatur schlägt und immer nur schreit: Ich werde es nie schaffen, nie, nie, nie. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. Was mache ich jetzt mit dem Loch? Dafür ist es jetzt wieder grün. Ja, hätte ich das mit einer Säule noch regeln können? Bin ich nicht sicher. Wäre möglich. Es wäre sehr möglich. Ich höre da was. Was höre ich da? Hört sich an wie Putz, der vor der Wand fällt. Das ist in diesem Spiel kein gutes Zeichen. Was ist denn, wenn ich das schmaler mache und dafür so einen fetten Block hier hinsetze? Dann habe ich einfach nur den Effekt wahrscheinlich, dass ich... ja, der hält ein bisschen mehr, ne? Aber wahrscheinlich ist es doch so, dass ich mir einfach nur den Platz verbaue da drin, oder? Und sonst eigentlich wenig Effekt habe. Boah, ist das rot. Das ist gar nicht gut. Aber die sind deutlich besser dafür geeignet. Ja, ich glaube, ich muss das machen. Das halten die Wände einfach nicht aus. Keine Chance! Erstmal ein bisschen Obacht zur Vorsicht, mal so ein bisschen was wegreißen. Ja, ich muss es schmaler machen, oder was heißt muss, ich werde es schmaler machen und dann mal schauen, wie es so läuft. So, weg mit dir, fort. Ich sehe schon, ich muss das ganze Gebäude neu bauen, ne? Das wäre ja nicht das erste Mal. Ach komm! Ich erleichtere dir doch die Arbeit gerade, also das Gewicht hier. Musst du da jetzt nicht hier den beleidigten... ja... Hula, Mula, Hula, Dulla machen. Ja, komm, jetzt stürzt es rechts ein. Nein! Nein! Warum? Warum? Nicht auf die Mauer, nicht auf die Außenmauer. Stürz in die Mitte, stürz in die Mitte. Oh, so sieht ein eingestürzter Turm aus. Kann ich quickloaden? Bitte. Bitte! Dafür kriegen wir jetzt ein Zitat von Julius Caesar. Erfahrung ist der Lehrer aller Dinge. Die tollen Sprüche kann ich auch raushauen. Ich muss mir nur mal genug Gedanken drüber machen. Haha. Die Sonne ist der Anfang und das Ende aller Dinge. Warten wir mal ab, wie das jetzt gleich wieder aussieht. Das ist alles nicht so einfach. Okay, immerhin. Immerhin. Aber kann ich vielleicht mal kurz die strukturelle Integrität ausschalten?
Das wäre natürlich ein bisschen gefuscht, ne? Eigentlich müsste ich das jetzt versuchen zu lösen. Oder ich versuche, es in einem Stück zu entfernen. Vielleicht ist das ja besser. Besser. Und jetzt das, das. Hallo? So. Ja, aber jetzt noch so, weißt du? Also jetzt noch so, runter. Wenn es nicht so traurig wäre, ne? Dann wäre das schon lustig, fast. Aber noch stehen die Türme! Noch stehen die Türme! Ich sollte es vielleicht nicht beschwören. Es war echt komisch, ne? Dass die gerade eben völlig eingestürzt sind, obwohl da absolut keinen Grund für gab. Ich meine, dass ein Teil der Wand einstürzt, okay. Aber warum der Turm? Zack. Komm, das mache ich hier auch nochmal. Zack. Yeah. Huh. Man muss es einfach mit Humor sehen, ansonsten verzweifelt man dran. Ist halt noch ein bisschen optimierungsfähig, ne? Aber macht ja Spaß, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Leute, von denen ich gerade erzählt habe, die sich so richtig Mühe geben mit diesen gigantomanischen Bauwerken, beim Bau selber auch die strukturelle Integrität, ich kann es nicht mehr aussprechen, es tut mir leid, die strukturelle Integrität auch ausstellen. Also, dass sie die ausstellen. Und dann erst anstellen, wenn das fertig ist. Weil jedes Mal, wenn du eine Korrektur vornehmen willst, gehst du das Risiko ein, dass alles für die Katz ist. Aber auch alles. Ach ja. Ist nicht schön. Nee, ist nicht schön. Nee, nee. Kann das ganze Hauptgebäude neu bauen. Mhm. Außer die Türme bleiben, hoffentlich. La 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 la. Oh, da kippt ja was. Haha. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Zerstörung ist auch schön. Mhm. Eine einzige Ruine bleibt übrig. Hahaha. Aber wenigstens geht das Abbauen schneller als das Aufbauen. Oder wie würde Mr. Spock dazu sagen? In der Geschichte der Menschheit war es stets leichter zu zerstören als zu erschaffen. Als ob Vulkanier hier nicht immer eben ein paar Hochhäuser abgerissen hätten. Burgen, wenn die scheiße gewesen sind. Ja. Was willst du machen, wenn die scheiße sind? Dann musst du die halt abreißen. Weg. Hilf fort. Ja.
Aber ich habe das ja auch schon gesagt in diesem Intro-Video, was ich damals gemacht habe. Damals, vor Jahren. Was ich da gesagt habe, von wegen, dieses Spiel ist, da wird sehr viel gebaut, aber auch kaputt gemacht. Ja? Ist nun mal so. Gehört zum Spiel mit dabei. Nee, dazu. Sagt bloß nicht dabei, wenn er in der freien Wildnis seid. Freiwildbahn. Werdet ihr für gerückt und geohrfeigt. Oh, ich muss niesen. Entschuldigung. Soll ich mal das Fenster schließen? Das mache ich immer so gern. Ungerne während der Aufnahme. Klong, klong. Komm, mach mal ein bisschen Schubs. Kimber! Aufhält! Kebetos! Hallo! Fall um! Oh! Ah. Was wird jetzt alles wohl entfernt, wenn ich jetzt auf diese berühmte Taste gehe? So, ich muss Radius. Viel. Auf jeden Fall. Viel. Was ich begrüße. Nicht doch. Den Turm abreißen. Kann ich mir wieder die Dingens hier. Die Offset-Wand reinholen. War die das? Das war die. Hm. Eindeutig. Har, 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 har. Was ein Comic-Geräusch ist. Das sagt man nicht, das schreibt man nur in Comics. Ist auch besser da auf Comics. Ne, das mache ich noch nicht weg. Ich stürze nachher die Wand auch noch rein. Das sah so schön aus. Eigentlich. Aber ich hätte mir schon eigentlich auch denken können, dass es nicht ausreicht. Diese dünne Wändchen da für ein ganzes Schloss. Kann ich das jetzt? Lalala. Ich bin ein Geländerverkäufer. Wollen Sie vielleicht ein Geländer kaufen? Was soll man damit jetzt machen? Ach komm, das kommt zum Brennholz jetzt. Ab zum Brett. Alter, lieber. Da! Nein! Jetzt mach ich alles kaputt hier! Nein! Oh Gott! Der schöne Haufen! Aber andererseits, das habe ich mir auch schon gedacht, dass es früher oder später passieren wird. Das bringe ich jetzt nicht in Ordnung. Das mache ich mal irgendwann. Brauch's ja eigentlich eh nicht. Ich bin im Kreativmodus. Das sollte nur Verzierung sein, die jetzt völlig ruiniert ist. Aber das war klar, dass das früher oder später passiert. Und hier. Oder? Jo, ich kann dich auch hochheben. Kann alles hochheben. Oh, dann mach ich mal hier einen neuen Stapel, ne? Gucken, der fliegt jetzt gleich hoch, oder? Hui, nee, geht da gar nicht. Ich dachte, der fliegt jetzt hier hunderte von Metern durch die Luft in meinen Turm. Das Einzige, was noch steht von... Nein! 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 Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, das ist gemein. Das ist so gemein. Das ist doch nur ein ganz leichter Balken. Komm, das kann ich aber besser. Ja. Leichter Flurschaden. Jetzt ganz vorsichtig, nicht zu schnell bewegen, sonst fällt es mir wieder aus der Hand. So wie mit dem Stück Zweig, was ich da neulich demonstriert habe. Das kann einem, wenn man sich zu hastig dreht oder zu schnell bewegt, dann kann das durchaus aus der Hand rutschen und fliegt in einem unberechenbaren Bogen durch die Luft. Deswegen sollte ich vielleicht auch nicht so viel höher aufnehmen, sondern nur mal kurz hier so verzischen.
Whoops. Oh, widerspenstig. Ein Widerporst. Und jetzt werft den Kurschen zu Boden. So. Hm? Ja, Rasen sieht eh schöner aus. Scheiß Stein. Er will schon Stein in seiner Burg. Diese Balken sind auch, man merkt, dass sie glatter sind, ne? Die rutschen, da rutscht das viel schneller weg. Bei diesen rauen Dingern hier, gut, das sieht man jetzt, hat man jetzt gerade eben nicht so gesehen. Aber die sind schon, also die haben anscheinend eine höhere Reibung aneinander, sodass die nicht so schnell verrutschen, eigentlich. Wenn man da jetzt nicht mit dem anderen Balken drauf einprügelt. Muss ja auch nicht sein. So, letzter Balken hoffentlich. Ja, trotzdem immer wieder toll. Ich finde das immer wieder toll, wenn diese Balken auf Balken gelegt werden. Und also ne, von allem her, so von der gesamten Physik ist einfach schön. Ich genieße das. Ich genieße das mit vollen Sinnen. Jetzt muss dieses Loch hier, warum auch immer dieses Loch da ist, wo ist denn bitteschön der Stein, der da rausgekommen ist? Also, normalerweise hat man ja, wenn man hier mit der Spitzhacke oder der Axt auf den Boden einhaut, kommt ja noch, also auch wenn das Rasen ist, kommt da ja trotzdem Stein mehr raus. Den sehe ich hier aber nicht. Vielleicht wurde der entfernt. Ah! Das hat offensichtlich mehr Luftwiderstand, ist ja auch klar, das rutscht einem schneller aus der Hand. So. Dann später gemacht. So, will ich jetzt... Ob die Türme wirklich stehen bleiben, wenn ich jetzt diese Wand wegreiße? Also auf jeden Fall sollte ich oben anfangen. Das ist schon mal eine bessere Ausgangslage. Zeigst du das bitte an? Das ist schön. So. Und jetzt die letzte Reihe. 3, 2, 1, Risiko. Ja, schön. So, dann versuche ich es mal in Schnellbauweise jetzt hier wieder hinzuplätten. Grau. Und Grau ist super. Grau ist schönste Farbe bei diesem Spiel. Heißt, dass das die beste strukturelle Integrität hat. Man muss das Wort nur langsam genug aussprechen, dann klappt das auch. Mim Nachbarn. Ach Junge. Oh. Das ist nochmal kurz gefährlich. So, alles wieder gut. Also noch gut. Das wäre, ich würde es begrüßen. Der sieht scheiße aus. Da.
doch. Nicht machen. Nicht machen hier. So, alles wieder normal, ne? Ja, fertig. Haha. Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen wohlfeilen Plan. Denn das mit den Türmen sah nur dann gut aus, wenn man da Wände führt. Also richtige Wände. Verstehst du? Und nicht diese Vorblöcke hier. Sieht doch scheiße aus. Guck mal. Das sieht nach nichts Halbem und nichts Ganzem aus. Oder? Aber die halten halt so viel aus. Die halten einfach so viel aus. Dann aber auch weniger Platz hier. Ach, warte mal. Links. Weißt du? Es muss passen. Tut mir leid, aber das muss jetzt passen. Versteht schon, was ich machen will, ne? Ist ein bisschen beschönigen hier. Es muss einfach passen. Warum kann mir jetzt noch nicht mal die Z-Taste weiterhelfen? Ach komm, das ist doch offensichtlich dafür gemacht. Ach nee, das ist zu breit, ne? Wenn man das Rote da vorne sieht und diese Rundung hier, dann ist das hier einfach nicht, das passt nicht. Das sieht so scheiße aus. Das wirklich im Spiel jetzt so zählt, dass das so abgeschlossen ist, weil ich hatte ja gestern schon, ich hatte neulich ja schon gesagt, dass das offensichtlich, dass die Wände auch einiges von dem Gewicht von den Türmen hier schlucken. Also, wisst schon. Es sieht einfach kacke aus. Tut mir leid. Es ist doch Müll. Aber wie soll ich das denn sonst machen? Es ist ja offensichtlich so geplant hier. Aber wie soll ich das denn machen, dass ich da Böden und Decken und einsetze?